habe für die Internationale. Wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Wir haben aus der Geschichte gelernt. Wir erinnern uns und wir ziehen die Lehren und wir sehen die Parallelen. Aus diesem Grund ist es wichtig, Tage wie heute in Erinnerung zu rufen und an Tagen wie heute deutlich darauf hinzuweisen, dass Geschichte kein abgeschlossenes Kapitel ist, sondern dass sich solche Sachen wiederholen können. Mit Hetze, mit Ausgrenzung, mit Diffamierung, mit fälschlichen Beschuldigungen und mit Verbreitung falscher Informationen. All das erleben wir zurzeit wieder. All das ist Grund, aufzustehen und zu mahnen, in Gedenken an Georg Weisel, an Münichreiter, an Koloman Wallisch und all die anderen, die 1934 das erste Mal wirklich aufgestanden sind und sich dem Faschismus widersetzt haben. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg ist keine leere Phrase. Es ist eine Botschaft, ein Auftrag an uns, den wir gestern, heute und immer verfolgen müssen und wachsam bleiben müssen. Gelassen sprach er, ich hab's getan, den Befehl hab ich selbst gegeben. Ich sehe niemanden um Gnade an, hab dem Volke geweiht mein Leben. Als die Schlinge im Wald um den Nacken gelegt, rief er laut die Faust in die Höhe gereckt. Hoch das kämpfende Arbeitervolk dieser Welt, hoch die Internationale. Hoch das kämpfende Arbeitervolk dieser Welt, hoch die Internationale. Das ist die Feuerwehrwache, ja, wo der Weisel Kommandant war und hat im Blick gehabt, auch zum Schützen, Polizei. Das, ja, ist das Kommissariat. Ja. Da die verlängerte Weiselgassen da oben, da ist der alte Bahnhof Floridsdorf. Dort ist der Schutzbund gelegen und hat die Brünerstraßen unter Beschuss gehabt. Und die dritte Station war praktisch der Schlingerhof. Und die haben von drei Positionen, also Feuerwehrwache, Schlingerhof und Bahnhof, alter Floridsdorfer Bahnhof, haben es da abdeckt. Und dann hast du noch gehabt, das Haus der Begegnung, das ist die nächste Straße, da oben, das Haus der Begegnung war das Arbeiterheim. Das ist damals fast komplett zerschossen worden und im Krieg hat es einen Bombentreffer abgekriegt. Und da ist jetzt die Volkshochschule drinnen. Du warst gehängt von dem Bürgerpack als Verbrecher. Getrostes Bleiben ihnen nicht geschenkt und es rüsten sich schon die Rächer. Wenn er kommt, der Vergeltung, geheiligter Tag, wird dein Geist uns führen zum Entscheidungsschlag. Für das kämpfende Arbeitservolk dieser Welt, für die Internationale. Für die Internationale, für das kämpfende Arbeitervolk dieser Welt, für die Internationale. Also war der Floridsdorfer Hauptbahnhof, der Schlingerhof und die Hauptfeuerwache waren eigentlich die Widerstandsnester in Floridsdorf. Und was mich mit der Tafel noch verbindet war, ich war dabei, wie der unser seinerzeitiger Betriebsratsobmann von Austro Fiat, der Erzl Schmidt, legendärer Arbeiterführer, diese Tafel dort vorne am Eck eröffnet hat. Das war damals eine Gemeinschaftsaktion
der Floridsdorfer Betriebsräte zum Gedenken an den 12. Februar 1944. Im Zuge einer Renovierung ist diese Tafel dann auf einmal verschwunden gewesen. Und durch einige Recherchen und Bemühungen von Kollegen und Genossen hat man dann diese Tafel, also diesen verschämten Platz, wo es kaum wer sieht, wieder montiert. Aber für uns ist das jetzt der Platz, wo wir unsere Gedenkungen abholen. Ja. Schluss mit Phrasen, vorwärts zu Taten, denn die Fronten wurden jetzt klar. Durch den Kampf der roten Soldaten, durch den 12. Februar. Durch den Kampf der roten Soldaten, durch den 12. Februar. Im Gebrüll der Dollfußkanonen fiel in Trümmern die Demokratie. Sie zerfetzt die Illusionen einer Klassenharmonie. Sie zerfetzt die Illusionen einer Klassenharmonie. Was mich am meisten erschüttert hat bei den Recherchen, nachdem wir alle große Nachgeborene sind, dass ungefähr 400 Menschen zu Tode gekommen sind. Und dass sehr viele Zivilpersonen, die gar nichts damit eigentlich zu tun gehabt haben, umgebracht, erschossen wurden. Da sind faschistische Horden durch die Gemeindebauten durch und haben einfach wahllos auf Fenster geschossen. Es gibt zum Beispiel einen Bericht über einen Buben, 12 Jahre, der hat gefrühstückt. Stand auf vom Frühstück und hat erschossen, durchs Fenster durch, im Mund geschossen, er war sofort tot. Das war natürlich, und das ist das, was ich nicht verstehe, dass da einfach wirklich jugendliche faschistische Horden durch die Gemeindebauten gezogen sind und einfach wahllos geschossen. Denen haben sie einfach eine Gewehr in die Hand gedrückt und haben gesagt, da könnt ihr reinschießen, könnt ihr tun, was willst. Unsere Fahne, blutrote Einheit, weht im Kampfe uns allen voran. Unsere Klasse, eherne Einheit, nicht mehr niederringen kann. Unsere Klasse, eherne Einheit, nichts mehr niederringen kann.